Im Landkreis Ludwigsburg wird der Restmüll alle 14 Tage von den privaten Haushalten eingesammelt. Wir von der AVL sorgen dafür, dass die Restmülltonnen alle 14 Tage geleert werden. Die Haushalte produzieren rund 260 Kilo Restmüll pro Jahr. Das entspricht im Durchschnitt dem Wert für Baden-Württemberg. Das Müllfahrzeug beginnt seine Tour morgens um 6 Uhr und leert 400 bis 500 Mülltonnen. Anschließend fährt es zur Umladestation. Am Nachmittag wiederholt sich der Ablauf. Hier an der Umladestation wird das Müllfahrzeug verwogen und lädt anschließend seine Abfälle in einer Halle ab. Kommen genügend Abfälle zusammen, werden diese in einen großen LKW verladen. Insgesamt kann man den LKW mit dem Inhalt von 3 Müllfahrzeugen beladen. Der LKW fährt anschließend zur Müllverbrennungsanlage nach Stuttgart-Münster. Ohne Umladestation müssen die Müllfahrzeuge auf direktem Weg zur Müllverbrennungsanlage fahren. Dies verursacht einen hohen Ressourcenaufwand. Wir haben lange Wege und einen hohen Personal- sowie Fahrzeugaufwand. Es verursacht Kosten und zudem ist es unökologisch. Eine Umladestation hilft uns, dies zu vermeiden. Durch das Verladen der Abfälle in große LKWs sparen wir Fahrten ein. Dies hilft uns, die Kreislaufwirtschaft effizienter und nachhaltiger zu gestalten.